Herzlich willkommen beim Endlos-Projekt. Team Fortress 2 online. Ja, bevor wir anfangen online zu spielen, zeige ich euch erstmal die Gegenstände. Ich habe, das ist also mein eigener privater Team Fortress 2 Account. Zeige ich euch mal die Gegenstände, die ich habe. Erst einmal müsst ihr kontrollieren, das funktioniert glaube ich meistens nicht. Ich glaube, das funktioniert jetzt momentan nicht. Ich zeige es euch mal während des Spiels. Aber gehen wir erstmal ein Training. Wir haben erstmal die Grundausbildung. Habe ich schon alle gemacht, privat. Aber ich zeige es euch für das Let's Play nochmal. Für die Anfänger unter euch. Nehmen wir mal den Soldier. Soldier. Der Soldier ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine gute Klasse, dessen Primärwaffe der Raketenwerfer ist. Er kann großen Schaden in einer kurzen Zeit anrichten, muss aber immer im Kopf behalten, dass sein Raketenwerfer stets geladen sein sollte, da er sonst recht schutzlos erwischt werden kann. Die Standardwaffensatz von Soldier sind die Primär-, also Raketenwerfer, Sekundär-, Schrotflinte und der Nahkampf, die Schaufel. Gehen wir aufs Training beginnen. Von Anfang des zweiten Teils, ja, gehe ich auf Neubeginn. Ja, und hier seht ihr meine Statistiken. Also ich spiele privat sehr oft mit Medic. Habe ich schon 16 Punkte, Demo Man. Mit dem war ich vor einer Woche ganz, ganz unten. Spielzeitmäßig, aber jetzt bin ich auf Platz 2, weil ich dann mit dem mal eine Stunde gespielt habe. Heavy spiele ich gelegentlich. Eigentlich auch ziemlich häufig. Soldier habe ich früher sehr oft genommen, aber jetzt nehme ich den noch kaum. Scout spiele ich auch gelegentlich, wenn ich drauf Lust habe. Pew spiele ich sehr gerne. Ja, ungefähr so wie im Scout auch gelegentlich. Sniper spiele ich, ja, nur wenn ich Lust habe, den Feind zu vermeiden. Also, wenn ich keine Lust habe, so auf den Feind, will ich ihn aus der Ferne killen. Spy nehme ich nur, wenn ich Lust habe, also ja, das ist selten eigentlich. Und Engineer, den nehme ich nur bei Angriff verteidigen, deswegen habe ich den noch so wenig. Aber ich habe so viele Punkte mit dem. Das liegt daran, weil ich 30 Teleporter habe und 5 Sentry Kills. Hier seht ihr meine Statistiken. Meiste Punkte ist der Engineer. Kills 7, Medic, Helfer, ja, Eroberung und das ganze Zeug. Okay, was ist das? Target Practice. Macht sie fertig, Jungs! Waffenauswahl und Zielübungen. Wechseln Sie zur geforderten Waffe und treffen Sie die Ziele. Immer nachladen. Nutzen Sie Kampfpausen, um Waffen vollständig nachzuladen. Gut, dann gehen wir fortfahren. Willkommen beim Soldier Waffenkurs. Bewegen Sie die Maus, um sich in der Umgebung umzusehen. Ja, ja, wir sind ja keine Noobs. Verwenden Sie W, um sich vorwärts zu bewegen, S, um sich rückwärts zu bewegen, A und D, um sich seitwärts zu bewegen. Verlassen Sie diesen Raum und begeben Sie sich zum Schießstand. Okay. Benutzen Sie Zutro. Drücken Sie Space, um auf die Leute zu springen. Also ich lese das jetzt nicht alles vor. So, ich mach's das nicht durch. Raketenwerfer! Schrott! Schaufel! Oh, ist schon einige Zeit her, wo ich das letztens gemacht habe. Das war erstens, wo ich Team Fortress angefangen habe zu zocken. Das war vor 3 Monaten. 3 Monaten, wie schnell die Zeit vergeht. Eieiei. Oh, das muss man so machen. Ja, 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 ich hab's verstanden. Heavy! Wow, Pio! Hä? Hey. Wow, Pio, geh weg! So. Hä?
Achso, ich glaube, die muss ich einzeln treffen. So. Ciao, ciao. So. Nachher, was Team Fortress angeht, ich werde immer wöchentlich eine Folge hochladen, aber dieses Mal ist es eine Ausnahme, weil das ja nur ein Tutorial ist. Deswegen lade ich jetzt mehr hoch. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Scout! Scout, geh weg! Geh weg! Geh weg! Spy! 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 Oh, muss nachladen, jetzt. Warte, lass mich mal kurz nachladen. Wir haben ja Zeit, ne? Du aber nicht. Du nervst mich schon. Oh Gott, nee, wie der hat viele Leben. Hör auf, geh weg. Muss ich dir einen Header verpassen? Ich sollte immer auf den Boden schießen. Training erfolgreich abgeschlossen. Gut gemacht, Sie haben das solche Training abgeschlossen. Um die Grundausbildung freigeschaltet, kehren Sie zum Hauptmenü zurück, indem Sie auf Fertig klicken und wählen Sie die Grundausbildung in der ersten Runde. Team Fortress 2 zu erkunden. Das machen wir aber jetzt nicht. Jetzt machen wir noch den Demo Man. Als Meister der Sprengstoffe kann er abprallende Granaten verwenden und Ziele direkt indirekt anzugreifen. Halfbomben benutzen, um den Gegner fallen zu stellen oder gut geschützte Sentry-Stellungen zu zerstören. Training beginnen. Ja, das dauert wieder ein bisschen. Ich mache jetzt gerade jetzt mal ein bisschen Aufnahmepause. Okay, hier bin ich wieder. Target Practice, Waffenauswahl und Zielübungen. Kabim! Wechseln Sie zur geforderten Waffe und zielen Sie auf die Ziele. Mehrere Haftbomben können platziert und detoniert werden. Sehen Sie nach oben, um die Granaten im Bogen zu schießen. Dann fangen wir mal an. Und wir müssen nicht mal runterlaufen. Der Demoman ist eine vielseitige Klasse. Ja, ja. Granatwerfer, Haftbombenwerfer und die Flasche. Moment, ich mach mal kurz was. Und boom! Ist die Explosion so groß? Naja, okay. Tschüss. Lass mich mal nachladen. Höher. Jetzt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ziemlich leicht, gell? Ach, da sind mehrere. Moment, lass mir jetzt mal nachladen. So, muss sein. Und tschüss. Gedrückt hatten der Maus 1. Ah ja.
Das wusste ich gar nicht so richtig. Okay. Jetzt bin ich sauer auf dich. Boom. Okay. Sieg. Gut, dann kommt jetzt Trick Nummer 3. Der Spy. Was? Hä? 50% abgeschlossen. Abgeschlossen. Spy. Nicht abgeschlossen, aber der Ingenieur. Wie verbuggt ist das? Naja, egal. Anders als andere Klassen bedient sich der Spy Mittel wie List und Überraschung statt des direkten Zweikampfes. Seine Aufgabe ist es, meist entscheidende Ziele wie Medics zu töten oder Sentry-Stellungen zu zerstören. Der Standardwaffensatz des Spies besteht aus einer Pistole, einer Unsichtbarkeitsuhr und dem berüchtigten Spy-Messer. Training beginnen! Target Practice. Der Spy hat mehrere einzigartige Fähigkeiten, etwa wie Tarnung und Verkleidung. Tarnung macht den Spy für Feinde unsichtbar. Verkleiden Sie sich als Mitglied des gegnerischen Teams und infiltrieren Sie Ihre Verteidigung. Verwenden Sie den Zapper, um Gebäude eines Ingenieurs lahmzulegen und zu zerstören. Schalten Sie Gegner sofort aus, indem Sie von hinten erstechen. Und was machen wir jetzt? Anders als... Ja, das haben wir schon gelesen. Gentlemen? Gentlemen? Ich nehme dich aus wie einen Truthahn, wollen wir? Butterfly Messer? Hui, ich bin unsichtbar. Auf jeden Fall bin ich hier jetzt so lange unsichtbar, solange der Mantel auf Null geht. Du hast meinen Anzug besudelt. Legt einfach die Waffe nieder und entfernt euch. Geil. Ja, und so kann man das feindliche Geschütz vorbei. Verkleiden wir uns mal, Halloween. Oh. Ah, okay. Nehme ich mal so ein. Man kann sich auch als, viele wissen das nicht, man kann sich auch als eigenes Teammitglied verkleiden, indem man die Minustaste drückt. So, dann zerstöre ich die mal. Hallo. Warte. Okay. Und dann heiße ich Jan Kagakimoto. Und schau. Schalten Sie den Gegner mit. Wählen Sie jetzt mit 3 aus. So, mit 3. Okay. Wo ist denn der Gegner? Yeah. Ich hab mich selber umgebracht. Krass. Das war der Spy. Fehlt nur noch eine. Der Ingenieur. Ich muss da mal nachschauen, warum da ist. Sollte nur 50% abgeschlossen sind. Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht wird da der Rocket Jump oder sowas erklärt.